Herzlich willkommen bei Großbären Insight, der Monatsreport. Wir wollen Ihnen heute einen Überblick geben, was in der Gemeinde Großbären und in den drei Ortsteilen Diedersdorf, Kleinbären und Heinersdorf im Monat Dezember passiert ist. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf Sie heute durch die Sendung führen. Und Sie bemerken es vielleicht, wir haben so ein bisschen das Setting geändert und wenn es Ihnen gefällt, dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie dies entsprechend kommentieren. Hohe Inzidenzen in unserer Region. Im Monat Dezember gab es wechselhafte Inzidenzwerte in der gesamten Region Teltow-Fleming. So entwickeln sich die Werte von zwischen über 750 und damit für Ungeimpfte mit einer nächtlichen Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr bis hin zu einer Halbierung des Wertes vom Monatsende. In Großbären hatte bereits an den letzten Samstagen die Praxis Dr. Schäfer, Dr. Lachmann und Säger jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr im Gemeindesaal Großbären geimpft. Dankbarerweise beteiligten sich neben dem Großbärener Hockeyclub auch viele andere Organisationen und Menschen an dieser Aktion. So sind an den Wochenenden im Dezember über 2.500 Menschen geimpft worden, davon 15% Erstimpfung. Eine tolle Sache. Unser Aufruf an dieser Stelle, bitte gehen Sie impfen. Ehrenamtsveranstaltung abgesagt. Jedes Jahr führt die Gemeinde Großbären eine Veranstaltung zur Würdigung von Ehrenamtlichen in Vereinen und Verbänden durch. Leider wurde bereits im Vorfeld an der Auswahlliste der zu Ehrenden im Nachhinein durch den Bürgermeister einige Ehrungen bezweifelt. Erst nachdem alle Fraktionen deutlich gemacht haben, dass wir eine Satzung dafür haben, die sich einerseits es regelt, wer wie wann geehrt werden kann und andererseits auch diese Ehrenden dann mit breiter Mehrheit der Gemeindevertretung beschlossen wurden, hat der Bürgermeister seinen Widerstand aufgegeben, um dann einige Tage später die Veranstaltung insgesamt abzusagen. Als Grund wurde Corona genannt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Nachtragshaushalt 2021 beschlossen. In der letzten Sitzung der Gemeindevertretung Großbärens wurde der Nachtragshaushalt 2021 beschlossen. Viele Gemeindevertreter taten sich schwer, diesem Entwurf zuzustimmen, da erneut viele Fragen nicht zur Sitzung geklärt wurden. Den Entwurf prüfender Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hatte im Vorfeld einige Fragen zur Prüfung herausgegeben. Hiervon sind natürlich nicht alle beantwortet worden. Allerdings reichte der Mehrheit der Gemeindevertretung bereits 4 von 8 wichtigen Fragen, um den Haushalt zu bestätigen. Viele Gemeindevertreter haben dann abgewogen, Fehlerhäufigkeit zugunsten einer Haushaltsbestätigung. Letztlich wurde der Nachtragshaushalt mit einigen Enthaltungen bestätigt. Entschädigungssatzung Veränderung wurde beschlossen. Die Gemeindevertretung Großbären hat die Entschädigungssatzung geändert. Die Entschädigungssatzung regelt, wie viel die Ehrenamtlichen für ihren Aufwand in unserer Gemeinde bekommen. Zwei Bereiche waren diesmal davon betroffen. Der eine Bereich betraf die sachkundigen Einwohner, die jetzt neben dem Sitzungsgeld von den Ausschüssen, in denen die auch ihre Sachkunde einbringen sollen, jetzt auch Sitzungsgeld für die Fraktionssitzung erhalten. Auslöser war eine gesetzliche Änderung der Kommunalverfassung, die es bisher nicht ermöglichte, dies zu tun. Eine andere Änderung betraf die Ortsbeiräte. Hier gab es einen Antrag aller Ortsbeiräte, dass man die monatlichen Aufwandspauschalen etwas erhöht. Er wurde um 12 Euro erhöht. Glück teilen Aktion in Großbären ein voller Erfolg. Auf Initiative von Angela Gabriel, die Behindertenbeauftragte der Gemeinde Großbären, wurden wieder viele Geschenke gesammelt, die dann kurz vor Weihnachten verteilt wurden. Die Aktion war nicht nur für Menschen mit Behinderung gedacht, wie die Initiatorin mitteilte, konnten sich auch alle anderen Menschen, die ein wenig Glück gebrauchen konnten, melden. Und natürlich auch jene, die jemand kannten oder kennen, dem ein Geschenk in schwierigen Zeiten helfen kann. So gab es auch in diesem Jahr viele erfreute und glückliche Gesichter. In der vorweihnachtlichen Zeit eine tolle Aktion. Vereinsförderung erneut beschlossen.
Nachdem der Beschluss zur Vereinsförderung der drei Vereine Judo, Budokan und Hockey zwar im November bereits beschlossen wurde, so musste die Gemeindevertretung Großbehrens sich erneut über diesen Beschluss beschäftigen, weil der Bürgermeister den Beschluss beanstandet hat. So gab es aber auch diesmal erneut eine Mehrheit der Gemeindevertretung, die sich einig war, ein Zeichen für den Sport und für die weitere Entwicklung der Gemeinde Großbehrens senden zu wollen. Es wird sich jetzt zeigen, ob dann auch dieser Beschluss vom Bürgermeister erneut beanstandet werden wird. Dann wird irgendwann die Rechtsprüfung der Kommunalaufsicht einschreiten. Jahresrückblick ohne Höhepunkte. Gerade wenn das Jahr beendet ist, werden ja vielfältige Jahresrückblicke getätigt. Auch wir haben uns überlegt, einen Jahresrückblick zu erstellen. Gerade positive Veränderungen würde man in diesem Jahresrückblick herausstellen. Leider mussten wir bei der Recherche feststellen, dass es kaum positive Veränderungen in unserer Gemeinde gab. Nach wie vor haben wir keine Eröffnungsbilanz, das heißt, wir wissen nicht, wo das Geld ist. Die Haushalte kommen spät, das heißt, wir können es nicht wirklich ausgeben und sind meistens mit Fehlern behaftet. Unterlagen für Beschlussfassungen, die nötig sind, sind fehlen oder sind unvollständig. Diese Unvollständigkeit bedeutet, dass man gegebenenfalls manchmal nicht gute Beschlüsse fassen kann. Wir haben immer noch keinen Flächennutzungsplan. Im Bereich Wohnraumentwicklung ist im Jahr 2021 so gut wie gar nichts passiert. Es gibt keine neue Planung für eine neue Kita, für einen neuen Hort, für einen möglichen Schulneubau. Auch eine Planung für einen neuen Sportcampus wird jetzt eher durch die Vereine nach vorn getrieben als durch unsere Verwaltung. Wir alle hoffen, dass Großbehren im Jahr 2022 wieder auf die Erfolgsspur zurückkehrt, die es leider 2018 verlassen hat. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn Sie auch im nächsten Monat wieder dabei sind bei Großbehren Insight, der Monatsrückblick. Gerne können Sie unseren Kanal abonnieren, weitersagen und natürlich auch Vorschläge, Wünsche, Verbesserungen uns unterbreiten. Verfolgen Sie auch gerne unseren wöchentlichen Podcast. Auch hier freuen wir uns über Ihr Feedback. Jetzt freuen wir uns alle auf das neue Jahr 2022. Leider macht uns ja zu Beginn auch wieder der Virus einen Strich durch die Rechnung. Lassen Sie sich davon nicht ermutigen, denken Sie positiv. Es wird ein tolles Jahr werden. Mein Name ist Dirk Steinhausen und im Namen des gesamten Teams von Großbehrens Insight wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und bleiben Sie gesund.